Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Hört man die noch? Nein, es steht genau, es hat funktioniert. Wir werden in dieser Folge ein bisschen Kupfer erstmal hier drin brennen lassen. Haben wir hier schon Copper Amber. Ist sogar mittlerweile einiges geworden. Was natürlich sehr, sehr nice ist. Die Maschine ist vorbereitet drauf. Lead haben wir mittlerweile auch, glaube ich, sehr schön im Programm hier drin. 46 Blöcke. Das lässt sich doch sehen, würde ich sagen. Und ja. Ich würde sagen, wir kümmern uns heute mal um ein ganz anderes Thema. Dafür bräuchten wir hier eigentlich nochmal einen Bereich, den ich vielleicht hier doch hier rausgehen lasse. Ich habe noch ganz viel Tin Ember. Gut zu wissen, wir das Ende der Folge noch einsetzen. Ich wollte eigentlich jetzt erstmal Cobblestone. Haben wir 5000 hier auf Lager. Und ich werde wahrscheinlich einiges brauchen. Schauen wir mal, viel wird's. Dafür gehen wir erstmal hier ein bisschen raus. Einfach um ein bisschen Abstand zu generieren. Dafür brauchen wir auch natürlich die Infinite Water Source. Aber wir können die schon mal vorbereiten. Und zwar würde ich hier gerne dann eine Farm hinsetzen. Befindet sich dann zwar auch unter unserem Gebiet später, aber dann ist er schön versteckt. Schön geheim unterm Lager hier. Und das ist gleich doch was ganz Feines. Wenn man überlegt, was wir hier daraus bauen werden noch in Zukunft, dann geht das nicht hier raus. Und da bauen wir dann links, rechts die Farm hin. Jetzt schauen wir nochmal, weil natürlich die letzte Folge ist für mich wieder eine Zeit weg. Infinite, genau, schreibt man nicht so. Infinite Water Source, das hat uns da gefehlt. Basic Plating, Lead Ingot und Graphite Dust, beziehungsweise Graphite Ingot, gleich was, oder irgendwas, Coal Dust, gleich ging auch. Water und Ting Ember. Ja, jetzt tun wir halt gerade hier ein bisschen Kupfer schmelzen. Das sollte aber auch flott gehen. Wie viel ist denn jetzt drin? Noch ein. Also entweder ging das sehr, sehr schnell. Oder ich habe es total verkackt. Kann ich das eigentlich abs... Nee, schade, kann ich nicht. Dann einmal bitte. Ja, das ist Ressourcenverschwendung, aber who cares, würde ich mal sagen, ne? Who cares? Wir werden jetzt hier nicht, dann gleich mal das Zinn reinhauen. Damit das auch anfängt zu brennen. Das hat einen sehr hohen, sehr tiefen Schmelzpunkt, will ich sagen. So, und jetzt wird das wahrscheinlich auch direkt anfangen zu... schafft es nicht mal voll zu füllen, weil das Zeug so schnell schmilzt. Wahnsinn. Genauso schnell fließt es hier auch ab und trocknet. Das ist eine sehr, sehr schnelle Produktion, würde ich sagen. So, okay, zurück zur Water Source. Dafür brauchen wir ja das dann Zinn. Basic Plating aber immer noch. Und das ist Graphite. Das wird sich leider auch nicht ändern. Und dafür brauchen wir Pulverized Coal. In einen Manufacturer. Und genau, dafür haben wir jetzt Lead produziert. Wir haben Flint, Redstone... Pisten, aber Flint haben wir sicher. Ansonsten gibt es ein sehr, sehr simples Crafting-Rezept. Genau, hier sind wir. Und dann brauchen wir noch eine Copper. Ey, das ist doch easy machbar jetzt. Nehmen wir ein bisschen Kupfer. Die 10, die wir hier haben. Zack. Und den Rest lassen wir dem System noch. Und dann machen wir einen Manufacturer. Schauen wir mal, ob ich den mittlerweile schon erkenne. Da ist er doch. Und dann machen wir davon 10 Spulen fürs erste. Manufacturer. Ich glaube, da brauche ich dann noch einen von denen hier. Weil ich davon keinen mehr auf Lager habe. Und dann habe ich alles für diesen Manufacturer schon hier auf Lager. So, und dann kann ich ihn doch rein theoretisch anschließen, oder? Und wenn ich dann Pulverized Coal irgendwo hernehme. Pulverized Coal. Und dich dann damit befülle.
Dann müsst ihr mir sicher diesen Grab Dust machen. Genau, perfekt. So brauchen wir das. Und jetzt können wir dann eine Infinite Water Source machen. Infinite Water Source. Die zwei Wassereimer sollte jetzt nicht das Problem sein. Basic Plating ist jetzt auch nicht mehr das Problem. Wie viel haben wir jetzt? Schauen wir, dass wir 6 oder 8. Fürs Erste den Rest lassen wir einfach durchlaufen währenddessen. Sollte jetzt kein Problem sein, denke ich. So. Dann zack, zack. Das ist einfach eine umgedrehte. Huh. Kein Lied. Lied. Oh, vielleicht sollte ich davon noch ein bisschen was erstmal in Blockform verwandeln. So, jetzt können wir wieder nach der Infinite Water Source schauen. Infinite Water Source. So. Jetzt ist da Basic Plating. Sind jetzt 8 Stück. Und dann. Schaut das doch schon gut aus. 10. Nochmal schnell in Blockform ein bisschen craften. Zack. Und das können wir jetzt. Die geben auch nicht an, was wir gerade füllen, ne? Und wie sind die Lagereinheiten nochmal? Das sind Fluid Storage Tanks. Wir machen eine zweite auch noch. Infinite. Weil ich denke, zwei, das wird uns auf jeden Fall dann reichen. Ach stimmt, da war was. Wir brauchen. Nein, ich habe noch Wasser. Aber cool. Dann haben wir zwei von denen und dann brauchen wir noch so ein Fluid Gedöns. Wo ist denn das? Das ist Basic Fluid Tank. Advanced braucht dann wieder so Enriched Alloys. Der Problem. Irgendwas, was wir noch gar nicht haben. Dann brauchen wir das Infinite Drill. Ein Drill. Auch nicht schlecht. Aber ich will eigentlich meine simplen Storage Tank. Das sind doch niemals die gewesen, oder? Habe ich für die echt Obsidian verwendet? Das wäre mir aber neu, dass ich dafür jetzt Obsidian verwendet habe, freiwillig. So, jetzt gucken wir. Okay. Fluid Storage Tank. Hält 64.000 Millibuckets. Du hältst wie viel? 14.000 Millibuckets. 28, 56, 112. Ah, da ist doch eigentlich dann der wirklich besser. Da muss ich halt. Ich weiß nicht, ob ich noch welche auf Lager habe, vielleicht oder nee. Wie viel Obsidian habe ich noch auf Lager? Obsidian. Genügend. Dann brauche ich eigentlich nur noch Sand. Ich glaube, irgendwann war der Grundplan ja eh echt was anderes, aber ja. So, und dann schauen wir mal, weil ich glaube, wir haben keinen Clay mehr. Und ist das Clay ausgegangen. Nicht über das Spiel mal wieder überfordern. Muss man aber auch zwischendurch mal machen, sonst hat das Spiel ja gar keinen Spaß mehr dran, ne? Hab ich? Clay Amber. Jetzt werdet ihr aber funny. Konnte ich mir das nochmal anschauen, welche das war das. Clay Amber wird zu Clay, okay. Und wird dann zum Molten, kann zu Molten Clay verarbeitet werden. Oder zu Faced Cable Dinger.
Und wenn ich das dann geschmolzen habe, Smelting, damit kann ich dann Liquid Dirt, Search Stone und Water macht Molten Clay. Ja, was mache ich daraus dann? Molten Clay, Blut und Molten Iron machen. Okay, jetzt wird's weird. Ich kann mit Form machen, okay. War nicht einfach gewesen, einfach Clay zu machen. So. Einmal schnell das Clay-Problem lösen, dann sollte das 1000 Clay sollte fürs erste, denke ich, reichen. Und dann machen wir Fluid Tank den ersten Fluid Tank nochmal. Fluid Tank, da ist er. Drei Stück fürs erste. Und die stellen wir jetzt. Das ist die Lava-Produktion. Stellen wir fürs erste. Hier hin. Wir werden hier wahrscheinlich eher Wasser brauchen. Wahrscheinlich gibt es die Sprinkleranlage und auch alles. Dann in Zukunft. So. Und dann brauchen wir Fluid Cables und Fluid Extraction Cables. Und ihr beide produziert Wasser. Okay. Null Probleme. So, und da kommt jetzt langsam, aber gemächlich Wasser rein. Jetzt haben wir schon 8 Eimer drin, das ist etwas, würde ich sagen. Das ist schon mal etwas. So, gibt es eigentlich sowas wie ein Harvester? Wo ist meine, da. Ein Harvester. Harvester. Forester, Plant Saplings and Harvest Logs. Okay, Automated Gentle Harvesting. Emerald, Diamond, Nether Quartz, Obsidian. Wir haben alles bis auf die Emeralds. Magic Bean grow to harvest random junk and treasures. Cactus and Seeds. So, jetzt müssen wir nur mal gucken, dass wir an die Aufnahmen in Zukunft rankommen. Aber die sind ja leider uns noch ein bisschen verwehrt. Molten Emeralds. Und wenn ich mich nicht irre, können wir die bestimmt aus Blättern machen. Genau, und hierzu. War der Green Slime nötig. Warte mal. Diamond Sapling, Tin Resin, Nickel Resin. Dirt, Sand, Slime Ball. Dann schauen wir doch mal noch, wie es Slime Ball geht. Ach schön, von denen haben wir doch schon welche. Dann ist der Emerald Sapling. Oder habe ich einen Emerald? Sicher. Ah ne, oder war Nickel das Problem? Das kann natürlich sein, dass Nickel das Problem war. Iron über Molten Nickel und Nickel. War da nicht immer irgendwas, was ich aus Versehen das kaputt gemacht habe oder so? Ups, das war jetzt nicht geplant. Ah, irgendwas war da mal. Die beiden sind fast voll, aber ja, wenn da nichts mehr rauskommt, machen wir die Maschine gleich wieder frei. Ich
überlege, ob ich mir in Zukunft einfach ein paar von denen aufstelle und die sozusagen das dann durchbrennen mit einem Klicker vorne und dann abziehen. Dann kommt halt da nur das Zeug rein, was wir brauchen. Wäre simpler und wahrscheinlich einfacher zu bedienen. Die großen Dinge sollten dann zum Mixen verwendet werden. Ich überlege gerade, ob ich so ein paar Autoklicker verwende, um zu farmen. Was ich mal kurz gucken will, Wheat. Ich habe mich wahrscheinlich schon wieder verschrieben. Ich schreibe gerade sowas von auf. Ich kenne Seeds, Weeds, kein Weed mehr. So. Ich kann ich herstellen. Halt nur durchs Farm, diese Asche Table. Naturessenz, das ist wieder dieses. Fermium Seeds. Wieder ganz komisches Zeug hier. Ja. Das werden wir wahrscheinlich echt mit Autoklickern umsetzen müssen. Die Frage ist noch wie am schlauesten in dem Fall. Was haben wir schon mal genug auf Lager? Gibt es Sprinkler zum Bewässern? So, Sprinkler. Sprinkler. Place over water and near crops. Okay. Bone Block sieht die aus. Achso. Ich habe nichts von denen da. Und jetzt habe ich sozusagen dann einen Sprinkler. Und wenn ich den jetzt, keine Ahnung. Just for test. Put water below to enable. Okay, funktioniert leider nicht so, aber das werden wir dann mal testen. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.